Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stormblock mit mir, dem Moff. Und ich war zwischendrin ja mal wieder tätig gewesen, was meine Chickens betrifft. Und die muss ich jetzt gerade nochmal raus tun, weil die waren ja, können wir wegschmeißen, die waren ja erledigt. Das heißt, ich habe jetzt auch mittlerweile mein Blaze Rod Chicken. Wobei, hier könnte ich auch ein Schild mal dran machen, das können wir ja nachträglich bearbeiten, damit ich auch weiß, was da immer drin ist. Also Chicken wird immer so ein Hauptthema sein, aber naja. So, wir haben unten Blaze Rod und da haben wir Netherwart. Gut, dann machen wir einmal Blaze Rod und einmal Netherwart. Dann, damit ist das auch erledigt. Aktuell habe ich laufen Emerald. Emerald ist richtig brutal. Wenn man sich den Prozess anschaut, wie langsam der ist. Also das ist ganz, ganz brutal. Aber wird auch irgendwann mal fertig. Und wir haben laufen Sulfur und Slime. So, aber heute geht es ja darum, das Thema hier. Und ich habe ja, oder wir haben letzte Folge ja in Vorbereitung die Compact Machine gemacht, weil wir unseren Wizard, unsere Winterfarm aufbauen wollen. Ich habe jetzt noch ein bisschen den Raum hier angepasst. Seht ihr ja, ist ungefähr aufgebaut wie der hier. Und wie ihr seht, habe ich hier Grey Concrete drauf. Das ist richtig genial. Ich habe jetzt schon durch die Supremium Rüstung Speed drauf. Aber wenn ich da drauf gehe, dann ist es, das geht ja richtig gut ab. Wie Luzi, das macht richtig Spaß. Und in Vorbereitung, dass wir heute erst Wizard spawnen lassen wollen oder automatisieren wollen, habe ich jetzt ein anderes vorbereitet. Schauen wir mal uns an, was ich da gemacht habe. Unten habe ich Refined Storage Kabel, das heißt, das habe ich von unten angeschlossen an dem Block. Das Refined Storage Kabel habe ich ja von hier, von dem Latex Processing Unit, habe ich mir geholt. Wir brauchen einen Wireless Transmitter, dass ich da unten auch Zugriff habe auf mein System. Ich habe einen Mob Grinder gemacht, easy peasy, Draconic Core ist überhaupt kein Problem, mit Diamanten wunderbar passt. Reinforced Obsidian. Kein Problem, Iron Bars und Obsidian. Wir nehmen uns Wither mit, wir nehmen Soulset mit. Wir müssen ja einen Wither schon mal spawnen lassen. Wir brauchen einen Item Collector, weil wenn die automatische Anlage läuft, müssen wir das Ding, was er spawnt, ja wieder einfangen und zurückführen in unser System. Entsprechend Importer und Exporter, weil wir auch Soulset und Wither Skeleton Skull in den Bilder reinbringen wollen. Muss ich mal überlegen. Kabelhammer, achso, ein Thema fehlt noch, und zwar ich möchte das ja nicht permanent laufen lassen, sondern wir nehmen einmal den Detektor. Was braucht man dafür noch? Die Redstone-Komparatoren, zwei Stück, überhaupt kein Problem. Der Detektor von Refined Storage dient dazu da, zu sagen, ein Redstone-Signal auszugeben, wenn eine bestimmte Menge an Item im System unterschritten wird, überschritten oder gleich ist. Moment, ich muss mir gerade mal was trinken und kurz. So, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, dass die Stimme jetzt nicht versagt, dass er jetzt noch etwas mehr als 20 Minuten durchhält. Gut, dann gehen wir runter. Oder gehen in den Block rein. Fupp, durch unser Portal. Richtig genial. Wir brauchen als erstes, brauchen wir ja erstmal, und das riskiere ich jetzt, 1, 2, 3, 4 Soulsand, ein Nether Star brauchen wir ja, 1, 2, 3, weil wir müssten ja ein Nether Star brauchen wir für den Wizard Builder. Das heißt, einmal du, dann lassen wir den spawnen und mein Freund, ich kriege dich mit einem Schlag richtig platt. Come on, Baby. Risiko, oder? Ah, das war's schon. Zack. Also ich habe jetzt zwar diesen Wizard-Effekt, aber der geht ja relativ schnell weg. Gut. Passt soweit. Wir haben unser Nether da. Und jetzt können wir hingehen, können unseren. Ah. Ja, stimmt. Gerade eben habe ich es noch gesagt. Wireless. Ist die Frage. Was könnte ich eigentlich hier anschließen? Komm. Ah, ne, das geht doch rein. Doch, das geht. Einmal auffangen. Ich kann ja zweimal. Nein, ab, north, south, west, east. Okay, das heißt, es geht nur einmal. Gut, das heißt, ich muss hier dran.
Down ist richtig. Ich mache hier ein Kabel schon mal dran und setze mal den Wireless-Transmitter da dran. Zack. Und somit haben wir dann Zugriff auf unser System. Ja. So, jetzt können wir ja unseren Wetterbilder machen. Wo haben wir ihn? Hier unten. Sollte man eigentlich alles da haben? Nein. Jetzt fehlt das Machine Case. Da haben wir alles da. Fupp. Und somit haben wir den Wetterbilder. Den bauen wir dann gerade mal auf. Gucken mal, wie der ist. Wetterbilder ist so, dass wir hier automatisch mit dem Exportkabel von Refine Storage uns SoulSend hier rein tun können und die Visa-Skulls. Sobald er Energie bekommt, baut er mir so ein Visa zusammen und spawnt den. Dann können wir auch steuern, indem wir sagen, wir geben ihm ein Redstone-Signal und er darf nur zu bestimmten Zeitpunkt angehen. Hier haben wir eine Working Area Range, das heißt, in diesem Bereich baut er den Visa und dementsprechend bauen wir jetzt halt alles auf, damit der Visa, den wir jetzt halt hier dann hinstellen, den Visa-Bilder, den stellen wir dahin, oder? Ja, den stellen wir dahin und darum bauen wir dann die ganzen Obsidian-Blöcke. Das heißt, wir machen uns die Area und dann bin ich überlegen, wie groß ich die Area eigentlich mache. Ich denke, ich mache es ja doch nicht 3x3, das ist mir zu wenig, weil es werden ja mehrere Visa hier drin spawnen. Oh, normalerweise hört man die Blöcke, oder? Ah, ich wollte auch gerade sagen. Das ist mir zu wenig, das heißt, ich gehe da auf die sichere Seite. Gehe nochmal eins hoch, wobei ich jetzt aber erstmal hingehe, den anschließe. Da wieder nichts passiert, das heißt, der bekommt einen Importer. Nein, einen Exporter bekommt er drauf. Das heißt, ein Exporter in den Exporter geht rein: einmal SoulSend, einmal VisaSkulls und dann schließen wir direkt an als Active on Redstone Signal. Genau, Active on Redstone Signal, Hiding, lassen wir mal. Passt soweit. Der Gute braucht Strom, sollte, denke ich, jetzt nichts passieren. Strom setzen wir wo an? Hinten, oder? Ja, können wir hier auf der Seite ansetzen. Einmal Strom. Ah, der ist schon konfiguriert. Das heißt, wenn ich... Oh, das war einer zu viel. Wenn ich dem jetzt ein Soulcent reingebe, dürfte er normalerweise... Hallo? Fuchsbein möchte ich. Komm ich da jetzt noch dran? Kein Problem, wir haben ja einen Range Collector oder einen Collector, da kann es mir gerade auffangen. Dann können wir eigentlich vom gerade da oben drauf setzen. Zack. Warum fängst du ihn nicht auf? Holst du ihn nicht? Hallo, bitteschön. Ah, zack. Wupp, da ist er. So. Das heißt, das funktioniert auch wunderbar. Und jetzt gehen wir hin, der hat Strom. Rein theoretisch, wenn ich hier jetzt SoulSend schon mal rein tue, baut er mir nichts auf, ne? Weil er ein Redstone-Signal braucht. Sehr gut. Bedeutet, wir können mit unserem System verbinden, somit sollten Skulls reinfließen. Passt. Dann bauen wir den gut mal weiter auf. Das heißt, wir gehen hier hoch, gehen hier einmal außen rum. Die Breite sollte reichen. Nehmen die Wand. Wie hoch geht man? 1, 2, das ist da, wo der Visa spawnt. Da machen wir die Decke drauf. Komm, ich gehe mal 2 hoch. Ich gehe auf die sichere Seite. Bedeutet, ich mache da unten noch eins rein. Komm. Doppelte Decke ist immer gut. Somit ist der Käfig mal dicht. Da dürfte nichts mehr passieren. Wir exportieren das Zeug. Das heißt, er geht rein. Jetzt müssen wir uns noch einen Mock Grinder dran machen. Und komme ich da unten noch dran? Ja, ich komme noch dran. Ein Detektor müssen wir noch dran machen. Das heißt, ein Detektor hier bitte dran. Jetzt habe ich aber kein Nether Star, gell? Ist aber nicht schlimm. Können wir gleich einrichten. Wir machen ein Kabel, beziehungsweise ein Nether-Kabel. Damit ist er auch angeschlossen, komme ich da dran zum Konfigurieren. Ja, passt. Das heißt, hier den hier machen wir da dran. Der bekommt natürlich auch einen Flux-Point.
Point sollte eigentlich funktionieren, passt. Bekommt er Saft? Jawohl, Saft hat er auch. Rein theoretisch könnte man jetzt gerade mal einen Visa spawnen lassen, oder? Komm ich da dran? So, einen hat er gespawnt. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Sprich, er sollte eigentlich auffangen. Ah, da müssen wir noch einen Importer dann dran machen. Dürfte nichts kaputt gehen. Ne? Er hat aufgefangen. Sehr gut. Und da haben wir unseren Hessas da. Aber bevor wir das machen, gibt es ja so einen Muffler, oder? Sound. Ja, wir haben ja den Soundmuffler. Wir haben den hier, den Wizard Boss. Das, ne, dieser, das Boss. Entweder nehmen wir den hier, oder wir können auch mal was anderes ausprobieren. Nicht immer die gleiche, oder? Was ist denn das? Ein Sounddämpfer. Wie funktioniert denn der? Machen wir uns den, oder? Mal. Keine Ahnung, den stellen wir uns auch mal dahin. Sound Recorder. Was kommt da rein? Sound Pattern. Okay. Und was mache ich damit? Gucken wir mal, oder? Sound Pattern. Und kann ich da jetzt rechtsklick oder irgendwas machen? Nein, das ist fertig. Aber wie komme ich nicht? Wie bekomme ich jetzt da was rein? Sound Pattern. Sound Recorder. Was sind das? Ein Sound Recorder. Das will ich jetzt wissen. Ich will das jetzt wissen. Wir haben ja Zeit. Sound Pattern Hammer und Sound Recorder. Nimmt er irgendwas auf? Sound Pattern. Das will ich jetzt wissen. Bedeutet, komme ich da unten dran? Ne, auf der anderen Seite komme ich auch, denke ich, dran. Machen wir den mal an. Ne, das spottet mir zu viel jetzt. Das heißt, wir gehen einmal da dran, wenn ich noch dran komme. Ne, komm, das ist mir jetzt zu riskant. Dann machen wir das einfach mal wieder weg. Ist so ein Thema, das gucke ich mir dann mal später an. Das heißt, wir machen einen ganz normalen Soundmuffler. Weit wohl, kein Problem. Dann machen wir uns gerade mal ein paar Stacks. Upp, und dann machen wir uns den stinknormale Soundmuffler. Der sollte ja ausreichen. Zack, und du kommst hier hin. Und somit ist das erledigt. Jetzt haben wir auch unsere Netherstars. Das heißt, jetzt können wir ihn ja konfigurieren. Sagen, emit Signal, wenn du unter Hüvel wollen wir 50 Netherstars. 50 Netherstars. Genau, das passt soweit. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich ihm noch einen Importer geben. Naja, so laut bist du auch nicht. So leise. Müssen wir ihm noch einen Importer geben, damit er schnellstmöglich importiert. Gehen wir ein bisschen in die Ecke und holen uns noch ein paar Speed Upgrade. 1, 2, 3. Ein Stack Upgrade. So, lass mich bitte schnell die dran machen. Zack. Okay, passt. Sprich, er sollte eigentlich jetzt hier leer laufen. Passt. Und dann gehen wir einmal raus. Ist mir jetzt zu laut. Und dann gucken wir uns an, ob das funktioniert. Bedeutet, ich habe sie eingestellt auf 50. Frisch, Netherstars haben wir jetzt aktuell drin. 19, 20, 21. Dann gucken wir gleich mal, was passiert. Naja. Der macht nur den Stops Wizard Boss Death Sound. Okay, aber ich möchte ja auch das andere machen. Das heißt, ich gucke mir doch offline nochmal diesen, wie heißt der, Dämbener? Genau. Diesen gucke ich mir nochmal genau an, wie der funktioniert. Weil der ist, denke ich, bestimmt ganz gut. Wir können uns auch mal einen Soundmuffler hinstellen. Wobei ich aber denke, der Soundmuffler, haben wir da noch?
Each Block benutzt ein bisschen Razzos Effects Soundproofing. Wie geht der? Bone Block ist überhaupt kein Problem. Haben wir doch, oder? Each Block reduce Sound within Razzos. Wenn wir den da hinsetzen. Zack, zack. Jeder Block, das heißt, wenn ich 8 Stück da hinsetze. Gehen wir mal runter und gucken, oder? Es sollte jetzt halt noch ein bisschen Action drin sein. Wir haben ja noch keine 50 Nether Stars. Ah, schon leiser. Es reicht, oder? Das heißt, wir können hier runtergehen. Wunderbar, passt. Oh, Schaden bekommen wir trotzdem, aber ist nicht schlimm. Wir haben unsere Nether Star Produktion. Easy peasy. Ging doch schneller als gedacht. Passt. Wie viel haben wir jetzt mittlerweile? Nether Stars. 46, das heißt, er sollte dann nachher gleich aufhören oder jetzt die nächsten 2-3 Minuten aufhören. Kann sein, dass mehr Nether Stars reinkommen. Die Maschine oder die Farm hat einen kleinen Nachteil, wobei das jetzt überhaupt kein Problem ist. Wir gehen runter, das sollte jetzt eigentlich fertig sein, müssten jetzt 50 drin haben. Wir müssten 50 drin haben. Jetzt bin ich ins Portal gespawnt, egal. 53. Ja. Keiner mehr da. Machen wir mal an. Zurück. Dieses System hat ein kleines Problem. Sobald der Witterbilder aktiv wird, da komme ich jetzt nicht dran, doch. Sobald der Witterbilder aktiv wird und baut er mir direkt einen Wither. Der spawnt dann praktisch, somit wird der Platz wieder verfügbar und er baut direkt neu. Und der Wither baut sich auf und Energie explodiert kurz. Und in dem Moment, wenn die Maschine oder Witherbilder was gebaut hat, Soul Sand oder Wither Skulls, wird das natürlich zerstört. Ist aber weiterhin nicht dramatisch, das fließt da weiterhin zurück in unser System. Und ja, eigentlich wurscht. Ja. Und wir haben jetzt 53 Nether Stars. Ich denke, die reichen vollkommen aus. Jedes Mal, wenn wir einen Nether Star benötigen, geht die Anlage automatisch an, wenn wir unter 50 kommen. Wir werden immer ein bisschen mehr produzieren, weil bis der 50. Nether Star drin ist in unserem System, hat der Witherbilder ja schon wieder 3-4 Wither gespawnt. Und somit haben wir immer ein bisschen mehr drin. Aber richtig wunderbar. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie viele Wither Skulls haben wir? Ach, genug. 2700, das heißt, wir können 900 Nether Stars jetzt momentan machen. Und ich weiß, dass wir aus den Fragmenten können wir uns doch auch was machen, oder? Können wir uns doch auch einen Wither Skull machen? 9er? Ja, genau. Das heißt, wir können auch hier nochmal 400, ne, 1300, das sind nochmal 100, 120 ungefähr, 140 Wither Skulls noch zusätzlich machen. Ja, das passt. Was kann man eigentlich aus denen machen? Ah, den Nether Star Crux kann ich mir da machen. Oh, da kriege ich auch 3 Stück raus, richtig gut. Passt. Wobei das jetzt nicht viel waren, aber Trockchance 35%, also jeder dritte Wither, den wir, oder Nether Star, den wir produzieren, bekommen wir so eins. Immerhin, gut. So, das Ding können wir eigentlich so stehen lassen, passt. Mehr brauchen wir dann nicht. Gehen wir wieder raus. Wunderbar. Jetzt wollte ich nochmal gucken, wenn ich da jetzt hat. Früher war es so gewesen, wenn man da draufklickt. Ah, ist jetzt auch so. Wenn man draufklickt, bekommt man. Aber was kriege ich denn da angezeigt? Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Früher konnte man schön sehen, was man da drin gebaut hat. Jetzt, was ist denn das eigentlich? So Sand oder so? Keine Ahnung. Egal. Ja, wir haben unser Wither Farm gebaut. So, jetzt gucken wir gerade mal, was die Chickens machen. Ah, das Emerald Chicken, das ist ja wirklich Wahnsinn. Was hat jetzt eins getroppt? Langsam, langsam, langsam. Wie weit sind wir hier? Hat er schon einen getroppt? Nein, immer auch noch keinen getroppt. Hat er schon was getroppt? Nein, aber er ist auch bald fertig. Lass mal einfach laufen, das läuft nebenbei. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist die Frage, machen wir was Neues oder... ne, wir machen nichts Neues. Wir gehen hin und machen schon mal so ein bisschen Vorbereitung, was den Maschinenraum betrifft. Bedeutet, dieses Soundpattern, den Dembanner oder wie der heißt, das werde ich mir offline nochmal angucken. Soundrecorder ist bestimmt interessant. Tunnel brauchen wir auch nicht vorerst. Sonst brauchen wir eigentlich nichts.
Achso, doch, jetzt können wir ja uns auch von Supreme die Pickaxe machen. Die konnte ich ja die ganze Zeit nicht machen, habe ich ja geguckt. Beziehungsweise es gibt auch diese Päcksel. Wie funktionieren denn die? Dafür brauchen wir Schaufel, Pickaxe und Axt. Okay, dafür brauchen wir dann dreimal dieses Tool. Dafür brauchen wir zwei, dreimal das, dreimal das, dreimal das, dreimal das. Nehmen wir da alles zusammen? Nee. Mache ich es als Crafting-Rezept? Komm. Machen wir uns als Crafting-Rezept. Die Päcksel, denke ich, wird ganz interessant sein. Moment. Moment. Langsam auf. Nimmt ja keiner was weg. Wir brauchen einmal das da. Wir brauchen einmal das da. Utensium aus dem Inferium, genau. Wir brauchen einmal das da. Wir brauchen einmal das da. Ich denke, dass wir doch alles dann haben. Das da. Und dann gucken wir mal. Heißt einmal da rein und man das reißt. Und das nennt sich zu Premium Tool Core. Okay. Gucken wir mal, ob wir es craften können. Ja? Dreimal. Ja, alles da. Cool. Passt. Somit haben wir das und somit können wir uns einmal die Schaufel machen. Wobei wir brauchen die Mystical Sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube 8 Mal. So, das heißt einmal die Schaufel. Fupp, fupp. Einmal die Axt. Ne, die Axt nicht. Moment. Pexel, Pexel. Da oben. Brauche nicht die. Doch, ich brauche die Axt und die Pickaxe. Axt, da brauchen wir einmal so Premium Ingot. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir einen 6, komm, Batsch, haben wir ja alles da. Schaufelhammer, Pickaxe, die normale Axt. Und somit bekommen wir das Päcksel. Richtig gut. Wie gut die jetzt ist, weiß ich jetzt gar nicht. Testen wir mal. Nehmen wir mal einen Bereich, wo. Ja, sie baut schon mal schneller ab als meine stinknormale Axt da unten. Und da können wir jetzt halt aber noch Upgrades drauf machen. Das heißt, wir gucken mal. Add Mystical Agriculture. Und da gibt es halt die Charms. Gucken wir mal, was wir da so haben. Wir haben Ingress Tools, Mining Ratus, du 3x3. Brauchen wir das? Attack brauchen wir nicht. Tillinger, oh, Tilling, was ist denn das? Tilling? Keine Ahnung. Schere brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Nein, wo kriege ich einen Speed? Residence, Trench, Speed. Ist sowas drauf? Jump Boost, Miner Vision. Was sind das? Miner Vision, Allows you to place unlimited Light Source. Ah, okay. Am Rainbow, Quick Draw, Increase Bow Draw Speed. Ne, das ist was anderes. Okay. Das ist ja das Radius. Den Radius möchte ich ja nicht. Ich möchte was anderes. Wirklich Speed? Ne, geht nur auf Leggings. Kann ich das nicht? Kann ich die vielleicht mit einem normalen Ding verzaubern? Haben wir eigentlich Effizienz? Wie kriege ich Effizienz raus? Das gucke ich mir auch an. Jetzt haben wir zumindest schon mal die hier. Das heißt, die hier können wir wegtun. Die können wir wegtun. Wir haben unser Pixel. Den heben wir mal auf. Den machen wir in unser System da oben rein. Dabei, da könnte ich auch mal aufräumen. Holen wir mal alles raus. Was man jetzt so braucht. Den brauchen wir nicht mehr. Den Chicken Stick brauchen wir nicht. Diese Schüssel lassen wir mal. Tank brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Die Watering Can weg, weg, weg. Da habe ich Switch Water noch. Das machen wir da rein. Die Transfer Notes machen wir an die Package Tape. Die Schüssel, sagen wir, das sind so Themen, die können wir mal drin lassen. Oh, da habe ich ein bisschen was an Schüssel. Den hier können wir wegtun. Die Steine können wir wegtun. Was haben wir noch da oben drin? Das heißt, du gehst auch schon mal raus. Was habe ich denn eigentlich in der Kiste drin? Was sind das? Ah, das sind noch 41 Stack Obsidian. Machen wir gerade mal in unser System rein und dann haben wir die nämlich auch aus den Füßen.
So, Do-In-System, bup, 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 und somit haben wir doch ein bisschen aufgeräumt. Positive Schlüsseldesign lassen wir, den Sampler lassen wir auch, den Rest denke ich lassen wir, das Water Upgrade machen wir weg, die Hopper machen wir weg. Ansonsten haben wir jetzt ein bisschen aufgeräumt. Gut, dann einmal Schüssel oben, Schüssel oben, Schüssel oben, Better Wand und machen wir die dahin, die Assembler und Wrench machen wir hier hin. Somit haben wir zumindest ein bisschen unser Inventar wieder aufgeräumt. Das heißt, den Rainbow, den brauchen wir später. Ja, richtig geil. Cool. Dann gehen wir nochmal runter. Weiß ja noch, Obsidian habe ich auch gesehen. Dann gehen wir nochmal runter, verabschieden uns dann da unten. Oder ich verabschiede mich dann da unten. Unser Netherstar-Produktion. Richtig genial. Ja, einfach ein Witherbilder, ein Detektor dran. Gehen wir ein bisschen näher. Da können wir jetzt halt festlegen, wie viel Netherstars wir Minimum in unserem System haben wollen. Sobald wir da runtergehen, schickt er ein Redzone-Signal an den Wither-Builder, der nur mit dem Redzone-Signal funktioniert. Er spawnt ein Wither, wird getötet durch den Mob-Grinder. Die Items werden aufgefangen durch den Item-Collector und gehen dann durch den Importer zurück in unser System. Richtig genial. Die Soundproofing, ja, die lassen wir jetzt halt einfach mal so stehen. Passt wunderbar. Und somit haben wir eine automatische Netherstar-Farm. Richtig genial. Und ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn euch die Folge dann Spaß gemacht hat oder wenn ihr Anregungen, Kritik habt, lasst doch einfach einen Daumen da oder auch schreibt irgendwas in die Kommentare, wo ihr denkt, komm, Moff, ich möchte das vielleicht sehen oder das könntest du vielleicht besser machen. Ich nehme immer gerne Anregungen, Kritik an. Und antworte auch in der Regel auf die Kommentare, die da niedergeschrieben werden. Ich mache mir jetzt Gedanken, was so die nächsten Folgen passieren wird. Und wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt, der Moff zockt Stoneblock. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.